Jeder weiß ja, was ein Flugzeugträger ist, aber es gibt insgesamt 7 verschiedene Kategorien von modernen Kriegsschiffen. Sehen wir uns mal an, wie die aussehen und was ihre Aufgaben sind. Die kleinsten Kriegsschiffe sind Korvetten. Die haben meist eine Wasserverdrängung von 500 bis 2000 Tonnen. Sie sind damit größer als Patrouillenboote und auch stärker bewaffnet. Ihre Hauptaufgabe ist die Überwachung und Bekämpfung von Seezielen in Randmeeren und Küstengewässern. Fregatten sind etwas größer und verdrängen 3000 bis 7000 Tonnen. Sie sind die kleinsten Kriegsschiffe, die noch eigenständig Operationen durchführen können. Meist sind sie aber auf ein Gebiet spezialisiert, zum Beispiel die U-Boot-Jagd, Flugabwehr oder die Bekämpfung anderer Schiffe. Die nächste Kategorie sind Zerstörer. Die verdrängen 5000 bis 10.000 Tonnen. Auch sie sind oft spezialisiert, aber neben den Gebieten, die auch Fregatten abdecken, gibt es auch einige Zerstörer, die auf die Bekämpfung von Landzielen spezialisiert sind. Mit Ausnahme von Flugzeugträgern, Landungsschiffen und manchen U-Booten sind Kreuzer die größten Kriegsschiffe. Sie verdrängen meist 10.000 bis 15.000 Tonnen und können alleine gleich mehrere Aufgaben kleinerer Schiffe übernehmen. Weil aber alle Schiffstypen über die Jahre einfach immer größer geworden sind, ist diese Kategorie mittlerweile etwas obsolet geworden. Moderne Zerstörer sind oft schon größer als die alten Kreuzer und je weiter man in die Zeit zurückgeht, desto gewaltiger fällt dieses Wachstum auf. Nach den Kreuzern kommen dann die großen Landungsschiffe wie Hubschrauberträger und amphibische Angriffsschiffe. Die verdrängen meist 20 bis 40.000 Tonnen und sollen mit Hubschraubern, Luftkissenfahrzeugen und Booten Truppen an Land bringen oder unterstützen. Die größten Kriegsschiffe sind natürlich Flugzeugträger mit einer Wasserverdrängung von bis zu 100.000 Tonnen. Und die letzte Kategorie sind dann U-Boote, die es ja in allen möglichen Größen gibt, von ein paar hundert Tonnen bis über 20.000.